Vergessen Sie Frühling, Sommer, Herbst und Winter. In Damme hat pünktlich auf die Minute die einzig wahre Jahreszeit begonnen. Und das jetzt schon zum sage und schreibe 401. Mal. Darauf erstmal ein dreifaches Hello! 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 11.11 Uhr am 11.11. ist natürlich der klassische Sessionsauftakt. Überall auf der Welt, kann man sagen. In Damme natürlich in besonderer Art, das ist ganz klar. Wir haben in Damme ein Narrendenkmal, das wir im Hintergrund sehen. Vor 15 Jahren von Schülern gebaut, ist das Denkmal auf dem Hubertusplatz heute Sammel- und Startpunkt für alle Dammer Narren, Närrinnen, Karnevalsbegeisterte oder Bürger, die sich das bunte Treiben nicht entgehen lassen wollen. Hier beginnt für die gesamte Stadt Damme lautstark die fünfte Jahreszeit. Dieser Karneval ist in Damme so verankert, hat so viele Eigenarten hervorgebracht, ist in der Bevölkerung so weit akzeptiert, dass es eigentlich kaum fassbar ist. Aber man sieht ja, wir feiern munter weiter und sehr munter weiter mit dem Schwung der Jubiläumssession und gehen dann dieses Jahr in die 401. Session. Aber erstmal steht für die Narren der Marsch aufs Rathaus an. Mit viel Getöse und musikalisch begleitet vom traditionellen Dammer Narrenblech zieht die Karnevalsgesellschaft von 1614 ins Amtsgebäude der Stadt ein. Vor toller Kulisse wird hier feierlich Teil 2 des Sessionsauftaktes gefeiert. Ein Ehrenarr wird ausgezeichnet. Das ist eine närrisch verdienstvolle Persönlichkeit, die sich viele Jahre um den Dammer Karneval verdient gemacht hat. Und die bekommt eine kleine Statuette, eine Nachbildung dieses Narren im Hintergrund und natürlich einen besonderen Orden. Und das Höchste, was man in Damme erringen kann an Ehre und Ansehen, ist Ehrenarr zu sein oder halt Prinz Karneval. In diesem Jahr gehen Orden und Statuette an einen Narren, der sich dieses Ehrenamt mit seinem Engagement in den letzten Jahrzehnten mehr als verdient hat. Darf ich vorstellen? Ehrennah 2014 Heinz-Dieter Bußmann. So, der Anfang ist gemacht. Selbstbewusst geht es in die 401. Dammer Fastnachtssession und das lässt, wenn man Präsident Wolfgang Friemading glauben darf, noch nicht einmal die großen Brüder am Rhein kalt. Die sind ja auch dann auf Damme angewiesen, sagen wir mal, weil wir eine Woche vor dem rheinischen Karneval unsere Umzüge haben. Und es ist bekannt und ich halte das auch für sehr wahrscheinlich, ich habe es noch nicht überprüft, aber es ist bekannt, dass die Kölner, Mainzer und so weiter, Düsseldorfer nicht zu vergessen, dass die gerne erstmal eine Woche vorher nach Damme gucken, was läuft. Und dann machen sie das in ihrem Karneval auch. In diesem Sinne, Damme hellau. Ach, und das Motto 2014 nicht vergessen, Damme bleibt, was es stets war, Narrenhochburg wunderbar.